Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Pokémon Ultrasun. Erstmal ganz vorweg, morgen wird es ein Pokémon Tauschaktion geben, und zwar abends. Morgen Abend um ungefähr 20 Uhr, kann ich mir auch ein bisschen verspäten, werde ich ja morgen Abend nochmal genauer sagen, aber auf jeden Fall morgen Abend, der Pokémon Park wird live gestreamt und wir werden unsere Pokémons tauschen. Und das ist eben auch so mein Hintergrundgedanke vom Projekt gewesen, dass wir die Sachen, die mit euch mit der Community zu tun haben, Pokémon tauschen oder Pokémon Kämpfe, das alles in Livestream-Parte verpacken, die wir ein paar Mal im Monat machen, wo ihr dann eben auch aktiv mitspielen könnt und den Rest, sprich der Story-Mode, kommt offline sozusagen. So eine Art will ich das bei allen Projekten ab jetzt handhaben. Und das dürfte eigentlich auch funktionieren. So, und da fragt mich Rotom hier, ob ich mich schon auf Erwachsenwerden freue. Eigentlich das, dass ich in weniger als eine Woche 16 werde. Und dann ist dann immer mehr zum Erwachsensein hinrücke, rein alterlich, rein geistig gesehen, irgendwie immer weiter zurückkurbel. Aber, ich setz mal Seite. Natürlich freue ich mich drauf. Weil als Erwachsener hat man schon, also, das heißt, es ist Erwachsener. Ich definiere jetzt mal 18, 19 als Erwachsener. Hat man mehr Vorteile wie jetzt ein 15- oder auch 16-Jähriger. Aber wenn ich jetzt so ein 35-jähriger Typ bin, der an Job arbeitet, Frau und Kinder hat, und Family hat, und alles. Ich habe was komplett anderes, ist ja aber schon auch cool. Also ja, tendenziell freue ich mich schon aufs Erwachsenenwerden. Aber so, machen wir weiter mit einer Story. Und ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Denn hier haben wir Tali. So, hahaha, das war wohl nix. Who is that? Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber es will auch Spaß beim Kämpfen haben. Ampf. Spaß haben? Das Rest Spaß an einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen. Indem du an die Grenzen deiner Leistung stößt. Oh Mann, David. Dieser Typ macht mir echt Angst. Dein Name ist David. Ja, wieso? So unüberlegt, mit der Wahrheit rauszurücken. Sogar Pokémon sind vorsichtiger als du. Mein Name ist Claudio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aber lass mir das Gerede. Jetzt wird gekämpft. Oh mein Gott, ich habe auch wieder einfach nur so beschissene Pokémons bei mir gerade. Gut, ich habe mal ein Entei, was hoffentlich mal wieder funktioniert. Weil das wäre zu vorteilhaft gegen den Typen. Sonst weiß ich gar nicht, was ich eigentlich machen muss. Und ja, es muss das Thumbnail auch mal so umändern, by the way. Das Setting, der wegkommt, das Haus, das ist das, mal mach heute Nachmittag. So, ich habe immer Glut, ich habe keine Ahnung, wie ist das gegen dich Pokémon hilft. Ui. Will nur eins mal weg haben. Sehr gut. Jetzt haben wir noch weiteres. Und ich wechsle auch Pokémon. Und zwar ist mein Entei jetzt nochmal aus. Weil wenn das nicht gerade schläft, sondern wirklich arbeitet, dann ist das natürlich so eine Maschine, wie ich einiges an Schaden ergeißen kann. Was alles andere platt macht und vernichtet, was ihm irgendwie nicht mehr kommt. Entei nimmt halt kaum Schaden, was auch sehr gut ist. Aber Entei muss halt arbeiten, das ist das. Der ist halt immer noch ein bisschen, naja, sagen wir mal. Der hört nicht unbedingt so auf alles, aber wenn ich auch nur probiere, macht dann doch irgendwann was und das ist halt so gut. Wie kann man an Entei jetzt eigentlich wieder aufwecken, wenn er tief und fest schläft? Deshalb mag ich das Pokémon noch nicht ganz so.
Kann man das nicht irgendwie wieder... Kann ich irgendwie aufwachen? Ah, das ist überlastend. Nur was anderes aus, wenn ich immer noch weiter schläft, dann tue es. Nee, ich muss es austauschen, weil das Pokémon schläft einfach so. Das ist kompliziertes Pokémon. Wenn das mal wach ist, kann es erst Hammer-Attacken tun. Aber dafür muss es halt leider erst wach werden. And that's the problem. Es wird jetzt einfach. Es macht der erste einfach noch mehr oder weniger, was es will. Da muss der Struktor, da soll ich mal fragen, im nächsten anderen Part, nächste Woche, wie man das irgendwie umändern kann. Outs. Ich muss mir erstmal einen Trank. Genau, einen Trank will ich auf Ferdi, damit der sich wieder ein bisschen beruhigt. So. Okay, besser als nix. Und das jetzt mal weniger fast wieder vorbei ist. So, jetzt wollen wir mal was Ferdi, irgendwas hat, was nicht wirklos ist. Vielleicht das hier. Das hat eigentlich okay, das Pokémon geht gar nicht. Verdammt. Nimm mal Cut wieder her. Aber dass wir dir jetzt doch einen Trank geben konnten, ist es dann das nächste Mal weg. Ja, natürlich können wir das nicht. Verdammt! Das ist jetzt scheiße. Wenn man Entei haben, das läuft. Das ist belastend, vor allem wenn immer das beste Pokémon wäre, was wir bekommen könnten, so. Aber es haus, weil das ist ein... Ich muss echt nochmal schauen, was das war, was ein, Und das Prey, was uns davon das Pokémon aufweckt. Das müsst ihr jetzt erstmal ausprobieren. Entei ist aufgewacht, danke. Hoffen wir mal, dass Entei jetzt auch wach bleibt. Und dass wir jetzt in dem Fall die Pokémon tauschen können. Da bin ich jetzt fest gespannt, weil ich hab's ja aufgeweckt. Also, wenn ich es gar nicht sein kann, das Ding ist weg. Hä, ich hab den doch gerade aufgeweckt hier. Ich glaube, hier hakt's. Belastend. Dann machen wir jetzt mal einen Believer auf Cat. Ich glaube, Cat kann immer noch am meisten tun. Und jetzt tauscht mir Pokémon. Ich werde das mal Cat wieder reinholen. Und dann das Cat lieber einen anderen erledigt. Und das müsste eigentlich hoffentlich funktionieren. So zumindest meine Theorie. Ob meine Praxis auch so ist, mal schauen. Aber ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Wenn wir mal den Glut-Dings geben, dass es weggeht, mehr oder weniger. Wir müssen aufpassen, dass man sich selbst dann irgendwie auch im Blick hat, dass man sich selbst nicht tötet.
Weil das wäre denkbar ungünstig. Aber jetzt haben wir hier erstmal wieder ein besiegtes Pokémon. Ich glaube, gegen eins müssen wir noch kämpfen, ne? Und ich kämpfe weiter mit meinem Cat. Das sind manchmal mein persönliches mächtigstes Pokémon. Was jetzt auch nochmal mit einem Trank? Ich hau das wieder ein bisschen auf Peppe, weil ich glaube, das ist einfach sinnvoller und besser. So. Gut. So, ich habe kein paar, was das Pokémon kann, weshalb ich es einmal mit Glut probiere. In Hoffnung, dass das hilft. Oh Gott, das hilft da sau wenig. Bila. Alles klar. Ich weiß nicht, ob es lecker hilft. Es hat keine Wirkung. Gott! Das letzte Pokémon, das hat was, ey. Ich verliere wirklich unter all meine Pokémons. Ich habe mir nur das schlaflich Endteil. Aber es hilft nichts. Ich muss es irgendwie aufwecken. Meine wird immer noch schlafen, ne? Ne, ich kann mit der Enttäuschung nicht machen. Ich kann es einfach nicht. Ich muss mein Pferd verwenden, auch wenn das so schwer wird. Ich vermute, ich nicht mehr schaffe. Was anderes bleibt mir nämlich nicht übrig. Beim Pferd wird jetzt natürlich erstmal knallhart rangenommen. Das ist doch unmöglich, dass ich noch schaffe. Ja, natürlich. Mal sehen, ob das immer noch schläft, wenn ich halt nichts mehr habe an Pokémons. Immer noch, ne? Nee, jetzt wacht er auf einmal auf, ist ja mal interessant. Ja, also wenn nichts mehr anders übrig ist, wacht er auf und dann kann man helfen. Also das kann man quasi so als letztes Pokémon einsetzen. Und das ist halt gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wollte ich mal überhaupt, ne? So. Okay, also haben wir doch einigermaßen im Schluss gut gemeistert, auch wenn ich mir doch relativ lange hier an dieser Scheiße rumgetan habe, vermutlich zu lang. So, das hätte ich besser wissen müssen. Das waren zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin einfach noch nicht so weit. Starke Gegner! Okay, das letzte schon. So, ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémons. Er will Spaß haben beim Kämpfen, ne? Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber sei mir doch mal ganz ehrlich, dein Freund will es bloß nicht einstellen, dass er in einem ersten Kampf gegen den Inselkönig Halla nicht den Hauch einer Chance hätte, dass er nur zum Spaß kämpft und nichts weiter als eine reparierwertige Ausflucht. Oh, du kennst Opi? Und du findest, dass ich stark bin? Ich press ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren. Was für ein Loser. Oh mein Gott. Ah ja klar, dass ein herrenloser Streuner hier wie du nur eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Am besten versiehst du das einfach und überlässt das uns hier den Profis. Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Ihre Pokémon sind stark. Ihr seid den ganzen Weg bis hier gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurückgehen. Dann hätten wir das letzte Pokémon vom Plätzerhügel zu der Gutwiener Tasse, bis du in das Wissen gefunkt bist. Aber was soll's? Kommst du in die kratzende Kurve? Ihr kennt das ja, das alte, ausgeletzte Sprichwort. Lügst nach Hause, mein Kind. Ein Kranix am Himmel sind. Sperrt mal die Lause auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist uns. Aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du endlich kapiert, Backpfeife? Mein Gott, die mobben den ja richtig.
Aber interessante Aufeinandersetzung, die ich da gab. Danke, David. Und dir auch, Entei. Das haben wir wirklich toll gemacht. Und jetzt? Wenn ich die Prüfung am Blätzerhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, David. Das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Danke von mir lieber, das wird es gut, die brauche ich nämlich tatsächlich regelmäßig, sitzt zu langsam, aber so ein Eindruck. So, hier war doch irgendwo gerade der Pokéset, ne? Da will ich jetzt auch erstmal zuerst rein, ob meine Pokémon wieder voll und ganz beleben. Sehr guten Morgen, soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, bitte. Das ist das, was ich will, also nehme meine Pokémon, mach sie fit. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte, wir ehren uns bald wieder. Danke. So. Dann gehen wir nochmal kurz zum Shop hier. Ich werde etwas kaufen. Jetzt haben wir 5 Tränke. Ein Aufwecker für unser Pokémon. Müssen wir mal 5 zu kaufen, man weiß ja nie. Was weiß ich nicht alles gibt, ne? Aber das denke ich mal erstmal genug. Und jetzt bin ich dementsprechend auch wünschlos glücklich. Und kann rausgehen. Und tu, glaube ich, gleich mit den 2 Passanten, der eh nebendran am Rand stehen, kämpfen, ne? Einfach. Um noch ein bisschen zu üben, bevor wir vermutlich im nächsten Part dann die Prüfung machen werden, die ja schon angesprochen wurde. Dementsprechend werden wir gegen die beiden tollen Typen nochmal kämpfen, wenn die es denn wollen. Und das wollen die. Und das haben wir irgendwie auch klar, dass wir das wollen. So, wir sollten gar nicht ein bisschen angenehmer hinsetzen hier. Und jetzt nehmen wir die beiden dran. Trainer Hoffnungen, Nicole und Leo fordern es heraus. Herausforderung wird angenommen. So. Ah, Cat und Slimer gegen die anderen. Also, die Doppel-Pokémon-Kämpfe finde ich noch ein bisschen ungewohnt so, aber. Ich bin bis trotzdem immer sozusagen. Weil man weiß ja nie. Jetzt bin ich noch nicht so wieder. Mal Kratzer von Cats Seite. Und ein Pfund. Ah, die andere. Dann schauen wir auch mal, wie fern es funktioniert. Die wollen, dass ich zuerst kalt habe. Soll, glaube ich, auch eher zielführend zuerst auf Alt-Pokémon geht. Macht einfach mehr Sinn. Wir geben alles erst auf das Pokémon hier. Alles relativ gesagt, weil das ist erster Down. Dann tun wir jetzt ein Smetbo noch mit rein. Es leckt so ein kleines bisschen, ist interessant. Cat macht wieder seinen Kratzer. Dann wieder dem Pokémon.
Und Smetboom macht den Fadenschuss, aber am anderen. Oder am beiden. Auch mal interessant. Damit ist das erste Hühnchen von denen wieder weg. Jetzt ist Madbo dran. Mit einer Confused, die nicht ganz so krass hilft, aber okay. Outs! Weil gegen das Madbo kann das Pokémon viel tun. Dann nehmen wir mal Glut gegen das. Und der hier tut eine Confusion. Okay, jetzt ist das so gut wie weg. Das ist uns fast nichts mehr Schwieriges. Ein Glut von Cat. Und eine Confusion vom Smetbo und weg ist es. So. Das war's. Okay, das war jetzt schon aber schwer, ne? So, und ich erhalte meine Erfahrungspunkte. Das ist auch gut so. Und ich erhalte Level 19. Ach, das ist gut so. Und ich tue meine bekannten Attacken behalten. Bin damit wunschlos glücklich. So, ach, was für ein Reinfall. Kombinationen sind nicht ganz so leicht zu verstehen. Aber gerade das macht sie so spannend. Das ist ja sehr schön. Diese Tatsache bringt es euch definitiv weiter. So, und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen im nächsten Part von Pokémon Ultrasäure. Geht's dann weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.